Good morning, dear friends. Today is the 13th of August 2014, and we are on the second day of our retreat, Nourishing Happiness in Our Heart. Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist der 13. August im Jahr 2014 und wir sind im zweiten Tag unseres Retreats Glück in unseren Herzen nähren. About 10 years ago, I gave the children in Italy an exercise of meditation. Vor etwa 10 Jahren habe ich den Kindern bei einem Retreat in Italien eine Aufgabe erteilt für eine Meditation. It was a retreat in a suburb of Rome. And there were about 75 children. Das Retreat war in einem Vorort von Rom und dort waren etwa 75 Kinder. And we had the retreat in a camp in a summer camp called Castelfusano. Und das Retreat fand in einem Sommercamp in einem Ferienlager statt mit dem Namen Castelfusano. One day during walking meditation, I stopped by the grocery store in the campus, and he bought a bag of corn seeds. Und an einem Tag während der Gehmeditation ist Tai an einem Geschäft vorbeigegangen und dann ist er hineingegangen und hat einen Sack voller Maissamen gekauft. He did not have the intention of making popcorn. Aber Tai wollte keinen Popcorn machen. But he wanted to offer the children an exercise of meditation. Tai wollte den Kindern eine Meditationsübung anbieten. And Tai distributed to the children each child a grain of corn. Und so hat Tai jedem Kind ein kleines Maissamenkorn geschenkt. And everyone should bring that grain of corn home and plant it in a pot. Und dann hat jedes Kind das Samenkorn mit nach Hause genommen und in einen Blumentopf eingepflanzt. And they should water the seed of corn every day. Und danach haben sie den Blumentopf jeden Tag gewässert. And they wait until the seed of corn sprout and bring forth two leaves. Und die Kinder haben gewartet, bis eines Tages aus dem Maissamenkorn eine kleine Pflanze mit zwei Blättern hervorgekommen ist. And then they have to come and talk to the corn stalk. Und dann haben die Kinder mit der kleinen Maispflanze gesprochen. They will begin to ask the plant of corn one question. Die Kinder haben diese Maispflanze eine Frage gestellt. My dear plant of corn, do you remember the time you were a tiny seed? Meine liebe Maispflanze, kannst du dich daran erinnern, als du noch ein kleines Samenkorn warst? And the plant of corn might be surprised. Und die Maispflanze war ganz überrascht. The plant of corn might say, me, a little seed, I don't believe it. Die Maispflanze hat gesagt, was, ich, ein kleines Samenkorn, das glaube ich nicht. Even the plant of corn doesn't believe that it had been a little seed, but you, who have planted the seed, you know very well that the plant of corn begins by being a little seed. Und obwohl die Maispflanze es vergessen hat, es nicht mehr weiß, wisst ihr, da ihr ja das Maiskorn eingepflanzt habt in den Blumentopf, wisst ihr ganz genau, dass es mal als ein Samenkorn begonnen hat. So you try your best to persuade the plant of corn
that she had been at one time a seed of God. Und dann könnt ihr euer Bestes versuchen, die Samenpflanze davon zu überzeugen, dass sie früher einmal ein kleines Samenkorn gewesen ist. You speak to the plant of corn in Italian. Ihr könnt mit der Samen, mit der Maispflanze auf Italienisch sprechen. And you say, my dear plant of corn, listen. Und ihr sagt, also meine liebe Maispflanze, jetzt hör mir mal zu. I received a grain of corn from Thai and I have planted it in a small pot. Ich habe von Thai dieses Maiskorn bekommen und ich habe es in einen Blumentopf eingepflanzt. And I water the seed every day. Und ich habe es jeden Tag gegossen. Until the seed sprout and bring forth two beautiful leaves. Bis aus dem Maiskorn zwei wunderschöne Blätter hervorgekommen sind. So I know very well that you, the plant of corn, has come from a seed of corn. Also ich weiß ganz genau, dass du, meine liebe Maispflanze, aus diesem Samenkorn hervorgegangen bist. And then you may be able to persuade the plant of corn that she had been at one time a seed of corn. Und vielleicht könnt ihr ja dann die Maispflanze davon überzeugen, dass sie früher einmal ein Samenkorn gewesen ist. We children, we also begin with a very tiny seed. Und wir Kinder, wir beginnen auch als ein ganz kleines Samenkorn. And our father, our mother have planted that tiny seed together in the womb of our mother. Und unsere Mama und unser Papa haben diesen kleinen Samen zusammen in den Bauch von unserer Mama eingepflanzt. And do you know something? The seed where we come from is much, much smaller than the seed of corn. Aber wisst ihr was? Der Samen, von dem wir gekommen sind, der ist viel, viel kleiner als eine Maispflanze, als ein Maissamenkorn. You might have forgotten that you had been a seed, but the truth is that you begin with a tiny, tiny seed. Und vielleicht habt ihr ja vergessen, dass ihr auch einmal ein Samenkorn wart, aber ihr habt auch als ein winziger, winziger Samen begonnen. This plant of corn has been planted by a nun in the low hamlet of Plum Village. Und diese Maispflanze ist von einer Nonne aus dem Lower Hamlet in Plum Village gepflanzt worden. Low Hamlet or New Hamlet? New Hamlet, sorry. Also es war im New Hamlet, nicht im Lower Hamlet. Now it has 1, 2, 3, 4 leaves. Und jetzt hat die Pflanze schon 4 Blätter. And I think the nuns have tried the best to tell the plant of corn that she had begun with his by being a little seed. Und ich glaube, die Nonnen in New Hamlet haben ihr Bestes versucht, die Pflanze davon zu überzeugen, dass sie auch einmal als ein Samenkorn begonnen hat. Now I would like to ask you, not only the children, but grown-up people, a question. Und jetzt würde ich euch allen, nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen, eine Frage stellen. Has the seed of corn died or not? Ist das Samenkorn gestorben oder nicht? If it has not died, why don't we see it anymore? Wenn es nicht gestorben ist, warum können wir es dann nicht mehr sehen? Because it has now become a plant. Something that we cannot see, someone that we can no longer see. We cannot say that they have died. Etwas oder jemand, den wir nicht mehr sehen können, darüber können wir nicht sagen, dass er oder es gestorben ist. Suppose you look up into the sky and you see a cloud. Nehmen wir mal an, ihr seht in den Himmel und ihr seht dort eine Wolke. And you think that this cloud
is going to die sometime. Und ihr denkt, diese Wolke wird irgendwann sterben. Because tomorrow there may be no cloud in the sky anymore. Denn vielleicht sind morgen ja keine Wolken mehr am Himmel. And as you do not see your cloud anymore, you may say that, oh my dear little cloud, she has already died. Und indem ihr keine Wolken am Himmel mehr seht, sagt ihr euch vielleicht, oh meine arme kleine Wolke, sie ist bereits gestorben. But the fact is that the cloud has not died. Aber Tatsache ist doch, dass die Wolke nicht gestorben ist. The cloud may have become the rain or the snow. Die Wolke ist vielleicht zu Regen oder zu Schnee geworden. And when you drink your tea mindfully, you can see your cloud in the tea. Und wenn ihr euren Tee achtsam trinkt, dann könnt ihr die Wolke im Tee sehen. So it is clear that the seed of corn has not died. Also es ist doch ganz klar, dass das Samenkorn nicht gestorben ist. It has become the plant of corn. Es ist die Maispflanze geworden. And if you are a good practitioner of meditation, you can see the grain of corn in her new form. Und wenn ihr Meditation richtig praktiziert, dann könnt ihr das Samenkorn in seiner neuen Form sehen. You can see the grain of corn in every cell of the plant of corn. Ihr könnt das Samenkorn, das Maiskorn in jeder Zelle der Maispflanze sehen. In the past, the grain of corn has a yellow color. Früher sahen die Maiskörner gelb aus. But now it has a green color. Aber jetzt sind sie grün geworden. So you can say, hello, my grain of corn, I know you have not died. Dann könnt ihr jetzt sagen, hallo, mein liebes Maiskorn, ich weiß, dass du nicht gestorben bist. You are still alive. Du bist immer noch am Leben. Dear friends, you have been a 5-year-old child. Liebe Freunde, ihr alle seid einmal ein 5-Jahr-altes Kind gewesen. The 5-year-old child has not died. Und dieses 5-Jahre-alte Kind ist nicht gestorben. If you don't see him or her anymore. Auch wenn ihr ihn oder sie vielleicht nicht mehr seht. She continues to be in you. Sie ist immer noch in euch. And it's very nice that from time to time you spend a little bit of time talking to the child within you. Und es ist kann sehr schön sein, von Zeit zu Zeit mal mit dem 5-jährigen Kind in euch zu sprechen. So the conclusion of this Dhamma talk is that when you see, you don't see something anymore, don't quickly say that something has already died. Also der Schluss dieses Dhamma Talks besteht darin, dass wenn wir etwas nicht mehr sehen, bedeutet das nicht, dass es gestorben ist. When the children hear the small bell, they stand up and bow, salute the Sangha and go out and continue their practice outside. Kinder, wenn ihr die kleine Glocke hört, könnt ihr aufstehen und könnt euch der Sangha gegenüber verbeugen und dann geht ihr raus und könnt draußen weiterspielen. Dear friends, in the Buddhist tradition, we do not speak about the kingdom of God, but we speak about the realm of Dharma, means the realm of phenomena. Liebe Freunde, in der buddhistischen Tradition sprechen wir nicht über das Reich Gottes, sondern wir sprechen über das Reich des Dharma, das Reich des Phänomenalen. And especially in the Mahayana tradition, we see everything as a wonder. Und genau genommen in der Mahayana-Tradition betrachten wir alles als ein Wunder. The moon is a wonder, the sun is a wonder, and the planet Earth is a wonder. Der Mond ist ein Wunder, die Sonne ist ein Wunder und der Planet Erde ist ein Wunder. The tree is a wonder, the flower, the river. Is a wonder. Der Baum ist ein Wunder, die Blume, der Fluss sind ein Wunder. And that is why in the Mahayana tradition there are so many poets
right way, I mean, to praise the beauty of the cosmos. Und deswegen gibt es in der Mahayana-Tradition so viele Dichter, die die Schönheit des Kosmos lobpreisen in ihren Gedichten. Personally, I do not believe in the kingdom of God that is somewhere very far from here or outside of the cosmos. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein Reich Gottes gibt, irgendwo weit entfernt von hier, irgendwo außerhalb des Kosmos. But I don't think that the kingdom of God is just an idea, it is a reality. Aber ich glaube auch nicht, dass das Reich Gottes nur eine Idee ist, sondern es ist eine Realität. If you have enough mindfulness and concentration, you can get in touch with the kingdom of God in the here and the now. Und wenn ihr genug Achtsamkeit, genug Konzentration habt, dann könnt ihr mit dem Reich Gottes im Hier und Jetzt in Kontakt treten. When we contemplate a willow tree or a flower, we see that it's a wonder, and that wonder belongs to the kingdom of God. Wenn wir einen Weidenbaum oder eine Blume betrachten, dann sehen wir, dass es ein Wunder ist und dieses Wunder gehört in das Reich Gottes. Every leaf, every flower, every tree carries within themselves the kingdom of God. Jedes Blatt, jede Blume, jeder Baum trägt in sich das Reich Gottes. And our own body, it is also a wonder, and it carries within itself the kingdom of God. Und unser eigener Körper ist ebenso ein Wunder und er trägt mit sich in sich das Reich Gottes. When we contemplate the cosmos, we see that the cosmos is very beautiful, very elegant. Wenn wir den Kosmos betrachten, können wir sehen, dass der Kosmos etwas sehr Schönes, etwas sehr Elegantes ist. And I think we don't have to go and search for the kingdom of God elsewhere. It is right in here, in the here and the now. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwo anders hingehen müssen, um das Reich Gottes zu finden, sondern das Reich Gottes ist hier, im Hier und Jetzt. Not only the beautiful, fragrant lotus flowers belong to the kingdom, but also the mud that help nourish the lotus. It belongs also to the kingdom of God. Und nicht nur die schöne, wohlriechende Lotusblume gehört zum Reich Gottes, sondern auch der Schlamm, aus dem die Lotusblume hervorgegangen ist, gehört in das Reich Gottes. Our scientists also have the time to contemplate the cosmos, and they have agreed with each other that the cosmos is so elegant. Und unsere Wissenschaftler, die sich auch die Zeit genommen haben, den Kosmos zu betrachten, sind darin übereingekommen, dass der Kosmos etwas unglaublich Elegantes ist. And we can easily agree with each other that the kingdom of God is available in the here and the now. Und es ist leicht für uns, darin übereinzustimmen, dass das Reich Gottes im Hier und Jetzt verfügbar ist. And we can enjoy the kingdom of God in our daily life. Und wir können das Reich Gottes in unserem täglichen Leben genießen. But the fact is that so many of us are too busy. We have no time in order to enjoy the kingdom of God, which is available in the here and the now. Aber Tatsache ist doch, dass so viele von uns viel zu viel zu tun haben und daher das Reich Gottes, was im Hier und Jetzt verfügbar ist, gar nicht genießen können. Why the kingdom is available, we are not available to the kingdom. Und während das Reich Gottes verfügbar ist, sind wir nicht verfügbar für das Reich Gottes. In the gospel, there is a story of a farmer who found a treasure in a piece of land. In den Evangelien gibt es die Geschichte eines Bauern, eines Farmers, der auf einem Stück Land einen Schatz gefunden hatte. He went home and sold everything in order to buy only that piece of land.
Und dieser Mann ist nach Hause zurückgekehrt und hat all sein Hab und Gut verkauft, um damit dieses eine Stück Land zu kaufen. Because that piece of land, that treasure, is the kingdom, stand for the kingdom of God. Und dieser Schatz ist das Reich Gottes. Dieser Schatz steht für das Reich Gottes in der Geschichte. The practice of mindfulness, concentration and insight help us to recognize the kingdom in the here and the now. Die Praxis der Achtsamkeit, der Konzentration und der Einsicht helfen uns dabei, das Reich Gottes im Hier und Jetzt zu erkennen. And help us to enjoy the kingdom in every moment of our daily life. Sie helfen uns dabei, das Reich Gottes in jedem Moment unseres täglichen Lebens zu genießen. And if we have the kingdom, and if we enjoy the kingdom, we don't feel the need of running after objects of our craving anymore, like wealth, fame, power, sensual pleasures. Und wenn wir das Reich Gottes haben, wenn wir das Reich Gottes genießen können, dann fühlen wir kein Bedürfnis mehr, nach den Objekten nachzulaufen, denen wir normalerweise anhängen, wie zum Beispiel Reichtum, Macht und sensuelle Begierde. I remember that year there was a assembly in Germany. The Protestant Church and the Catholic Church came together in a church day and discussed about how to update the teaching and the practice. Und ich erinnere mich, einmal auf einer Konferenz gewesen zu sein mit katholischen und evangelischen Bischöfen, die zusammengekommen waren, um darüber zu diskutieren, wie man die Lehre der heutigen Zeit anpassen könnte. And I was invited in a panel discussion with Catholic and Protestant leaders. Tai ist zu dieser Zeit eingeladen worden in einer Forumsdiskussion mit protestantischen und katholischen führenden Bischöfen. And that day he had the chance to speak about the kingdom of God in the here and the now. Und Tai hat an diesem Tag die Möglichkeit gehabt, über das Reich Gottes im Hier und Jetzt zu sprechen. And I said that if the church can offer the younger generation the kind of teaching and practice that help us to recognize and enjoy the kingdom of God in the here and the now, and the young people will not run anymore after objects of their craving that will destroy the body and mind anymore. Und ich habe damals gesagt, wenn wir in der Lage sind, eine Lehre zu offerieren, die es ermöglicht, das Reich Gottes im Hier und Jetzt zu finden, dann wird diese Lehre den jungen Leuten ermöglichen, nicht mehr den Objekten ihrer Begierde nachlaufen zu müssen, die ihren Körper und ihren Geist zerstören. I remember that day on the panel there were 6 people, bishops, archbishops and so on. And it seems that everyone agreed that the kingdom of God is available in the here and the now. Und ich erinnere mich, an diesem Tag waren 6 Bischöfe und Erzbischöfe versammelt und es schien, dass jeder darin übereinstimmte, dass das Reich Gottes im Hier und Jetzt verfügbar ist. And one of them said, "Dear Tai, I agree. It's very nice it's wonderful to have the kingdom of God in the here and the now. But I still want the kingdom of God in the future." Und sie haben gesagt, lieber Tai, also es stimmt, es ist wirklich wunderbar, das Reich Gottes im Hier und im Jetzt zu haben. Aber ich möchte es trotzdem immer noch in der Zukunft erwarten. And my answer is that, dear friend, if you have the kingdom now, surely you have it in the future. Und meine Antwort zu ihnen war, liebe Freunde, wenn ihr das Reich jetzt habt, dann habt ihr es ganz gewiss auch in der Zukunft. And if you don't have it now, I doubt that in future you will have it.
Und wenn ihr es jetzt nicht habt, dann bezweifle ich, dass ihr es in der Zukunft haben werdet. In the Buddha's teaching, there is the teaching of living happily in the present moment. In der Lehre des Buddha gibt es die Lehre darüber, wie man glücklich im gegenwärtigen Moment lebt. That day, a group of businessmen came and visited the Buddha. An diesem Tag ist eine Gruppe von Geschäftsleuten zu Besuch beim Buddha gewesen. And he gave them a teaching, telling them that they don't need to run into the future in order to get happiness. They can be happy right here and right now. Und der Buddha hat diesen Geschäftsleuten eine Lehre vorgestellt, in der er ihnen gesagt hat, dass sie es nicht brauchen, in die Zukunft laufen zu müssen, sondern dass sie glücklich im Hier und Jetzt sein können. And the expression Dharma, Drishta, Sukha, Vihara, living happily in the present moment, is repeated 5 times in the discourse. Und der Begriff Dharma, Drishta, Sukha, Vihara, glücklich im gegenwärtigen Moment leben, wurde in diesem Dharma-Vortrag 5 Mal vom Buddha wiederholt. You practice mindfulness, concentration and insight, not because you long to a pure land in the future, you long to a nirvana in the future. Und ihr praktiziert nicht Meditation, Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht, weil ihr euch nach einem reinen Land in der Zukunft sehnt, weil ihr euch nach einem Nirvana in der Zukunft sehnt. But because you want to make the pure land and Nirvana available to you in the here and the now. Sondern weil ihr das reine Land, weil ihr Nirvana euch im Hier und Jetzt verfügbar machen wollt. So it is not a hope, it is a realization every day with our practice. Or breathing and walking. Das heißt, es ist nicht eine Hoffnung, sondern es ist eine Wirklichkeit in unserer täglichen Praxis mit dem Gehen, mit dem Atmen. When we come to a retreat like this, we have an opportunity to learn again how to breathe and to walk. Und wenn wir zu einem solchen Retreat kommen, haben wir die Gelegenheit, nochmal neu zu lernen, wie wir gehen und wie wir atmen. We breathe, we learn to breathe in such a way that every in-breath can bring us peace and joy. Wir atmen, dass jede Einatmung, jede Ausatmung uns Glück, uns Freude bringen kann. And every in-breath can put us in touch with the kingdom of God. Und jeder Atemzug kann uns mit dem Reich Gottes in Berührung bringen. And it is not something too hard to do. Es ist nicht so etwas so Schwieriges. It might be very pleasant also. Es kann etwas sehr Angenehmes sein. We also learn how to walk again. Und wir können auch noch einmal neu lernen zu gehen. We walk in such a way that every step can bring into our body and mind, peace, relaxation. Wir können lernen, so zu gehen, dass jeder Schritt in unseren Körper, in unseren Geist Frieden und Entspannung bringt. If there is peace and relaxation, and then joy can be born easily. Wenn Frieden und Entspannung da sind, dann ist Freude auch leicht geboren. There are 3 kinds of energies that we generate in our daily practice. Es gibt 3 Arten von Energien, die wir in unserer täglichen Praxis generieren. And the first energy is called mindfulness. Die erste Energie wird Achtsamkeit genannt. We already, every one of us already has some energy of mindfulness. Und jede von uns hat bereits etwas von dieser Energie der Achtsamkeit in sich. But maybe not enough. Aber vielleicht noch nicht genug. So the practice of mindful breathing, mindful walking, mindful eating will increase the amount of mindfulness in us. Die Praxis des achtsamen Gehens, des achtsamen Atmens, des achtsamen Essens wird den
Ausmaß der Achtsamkeit in uns vergrößern. And the energy of mindfulness always bring about the energy of insight. Und die Energie der Achtsamkeit bringt immer die Energie der Einsicht mit sich. The energy of mindfulness carries within itself the energy of insight. Die Energie der Achtsamkeit trägt die Energie der Einsicht in sich. When you breathe in mindfully, wenn ihr achtsam einatmet, bringing your mind home to your body, euren Körper in euren Geist, in euren Körper zurückbringt, you might discover during your in-breath that you have a body. Dann werdet ihr vielleicht während des Einatmens entdecken, dass ihr einen Körper habt. That your body is a wonder. Dass euer Körper ein Wunder ist. To know that you have a body is already an insight. Zu wissen, dass ihr einen Körper habt, ist bereits eine Art der Einsicht. Many of us do not remember that we have a body. We do not appreciate our body. Viele von uns erinnern sich gar nicht mehr daran, dass wir einen Körper haben, und wir können unseren Körper nicht mehr wertschätzen. When you spend 1 hour and a half with your computer, you forget entirely that you have a body. Wenn ihr eine halbe Stunde vor eurem Computer sitzt, habt ihr vollkommen vergessen, dass ihr einen Körper habt. And your body and your mind are separated from each other. Euer Körper und euer Geist sind voneinander getrennt. When the mind and the body are not together, you are not truly there in order to live your life. Und wenn Körper und Geist nicht zusammen sind, dann seid ihr nicht wirklich da, um euer Leben leben zu können. So the practice of mindful breathing can always bring your mind home to your body, so that you become fully present, fully alive. Und die Praxis des achtsamen Atmens kann immer euren Geist in euren Körper zurückbringen, so dass ihr voll und ganz für das Leben verfügbar seid. While breathing in, you might get the insight that you are still alive. Während ihr einatmet, habt ihr vielleicht die Einsicht, dass ihr immer noch am Leben seid. And you are walking on this beautiful planet. Dass ihr auf diesem wunderbaren Planeten entlang geht. So mindfulness and insight, they go together. Das heißt, Achtsamkeit und Einsicht gehen immer zusammen. While breathing in and bringing your mind home to your body, you may recognize the fact that the kingdom of God is there for you in the here and the now. Und während ihr achtsam einatmet, werdet ihr feststellen, dass das Reich Gottes hier und jetzt verfügbar ist. And you don't have to practice 10 years in order to have that kind of insight. Und ihr braucht nicht 10 Jahre zu praktizieren, um diese Art der Einsicht zu erhalten. Maybe 1 or 2 in-breath and out-breath can already bring you that insight, that life, there are many, so many wonders of life available. The kingdom of God is there, and you are there to enjoy the kingdom of God. That kind of insight you can get today, this morning. Und es reichen 1 oder 2 Atemzüge, um zu der Einsicht zu gelangen, dass die vielen Wunder des Lebens vorhanden sind, dass das Reich Gottes vorhanden ist. Und diese Einsicht könnt ihr heute Morgen hier erlangen. That insight is already enlightenment. Und diese Einsicht ist schon eine Art der Erleuchtung. And enlightenment is not something you get 10 years from now, but right now. Erleuchtung ist nicht etwas, was ihr in 10 Jahren erreichen werdet, sondern Erleuchtung ist hier und jetzt. And we have that insight in us. Wir alle haben diese Einsicht bereits in uns. We have that enlightenment in us. Wir haben diese Erleuchtung in uns. We don't have to ask someone or a Buddha to give us some enlightenment. Wir brauchen niemanden, auch nicht den Buddha, darum zu bitten, uns Erleuchtung zu verschaffen. Knowing that you are alive, that the kingdom of God is available, that you should be able to enjoy the kingdom of God in the here and the now, that is already a big insight.
zu wissen, dass ihr am Leben seid, dass das Reich Gottes im Hier und Jetzt verfügbar ist und dass ihr in der Lage sein solltet, das Reich Gottes zu genießen, das ist schon eine Art der Erleuchtung. So please do not tell us that you do not have insight. Also sagt bitte nicht, ihr hättet keine Einsicht. You already have mindfulness and insight in you. Ihr habt bereits Einsicht und Achtsamkeit in euch. And the practice helps bring manifest that mindfulness and insight so that you can enjoy. Und die Praxis hilft uns dabei, diese Einsicht, diese Achtsamkeit hervorzubringen, so dass wir sie genießen können. Otherwise we will waste our life. Ansonsten werden wir unser Leben verspielen. And you have mindfulness and insight, and in order to nourish your happiness, your joy, the third energy is necessary. That is the energy of concentration. Und ihr habt bereits Achtsamkeit und Einsicht, aber um dies weiter nähren zu können, um es genießen zu können, ist die dritte Energie notwendig, die dritte Energie der Konzentration. Concentration, Samadhi, it means to keep that mindfulness and insight alive for a long time. Konzentration, Samadhi, bedeutet, diese Einsicht, diese Achtsamkeit über eine lange Zeit am Leben zu erhalten. You may have a flash of insight, but if you don't have concentration, you don't keep it for a long time. Es kann sein, dass ihr einen Flash der Einsicht habt, aber wenn ihr keine Konzentration habt, könnt ihr es nicht für lange aufbehalten. So your joy and happiness is very short. Das heißt, eure Freude und euer Glück sind nur von kurzer Dauer. Samadhi in Chinese is translated by Dang Ti. Im klassischen Chinesisch wird Samadhi, it means keeping it on the same level, übersetzt als etwas auf dem gleichen Niveau zu erhalten. Don't allow it to drop. Es wird ihm nicht erlaubt, wieder herunterzufallen. So you have mindfulness, you have you have insight, and with concentration, you keep them alive, and that is the base of your joy and happiness. Also ihr habt bereits Achtsamkeit, ihr habt bereits Einsicht und mit Hilfe der Konzentration erhaltet ihr es aufrecht. Und das ist die Basis dieser Praxis. And for a good practitioner, every breath and every step can produce all these three kinds of energies. Und für jemanden, der richtig praktiziert, kann jeder Schritt, kann jeder Atemzug alle drei dieser Energien produzieren. And with these three energies, we are able to generate a feeling of joy, a feeling of happiness, whenever we want to. Und mit Hilfe dieser Energien können wir ein Gefühl der Freude, ein Gefühl des Glücks, wann immer wir es wollen, produzieren. And that is what we can call the art of happiness. Und das ist, was wir die Kunst des Glücks nennen könnten. The art of happiness consists in the capacity to generate a feeling of joy, a feeling of happiness whenever you want. Die Kunst des Glücks besteht darin, ein Gefühl der Freude, ein Gefühl des Glücks generieren zu können, wann immer wir es wollen. And with that energy of concentration, mindfulness and insight, you can generate these feelings of joy and happiness. Und mit Hilfe der Einsicht, mit Hilfe der Achtsamkeit, mit Hilfe der Konzentration könnt ihr diese Energie der Freude, diese Energie des Glücks jederzeit generieren. Mindfulness helps us to be fully present in the here and the now. Achtsamkeit hilft uns dabei, im Hier und Jetzt vollkommen da zu sein. And established in the here and the now, we recognize the so many wonders of life that are available. Und wenn wir vollkommen im Hier und Jetzt etabliert sind, dann können wir die vielen Wunder des Lebens erkennen. We recognize the many conditions of happiness that are already available in this present moment. Wir erkennen die vielen Bedingungen des Glücks, die bereits in diesem gegenwärtigen Moment vorhanden sind.
And you can say, this is a happy moment. Und dann können wir sagen, dies ist ein glücklicher Moment. The moment is happy or not. Der Moment, it depends on you and not on the moment. Ob der Moment ein glücklicher Moment ist, das hängt von euch ab, nicht von dem Moment. It is you who make the moment happy. Ihr seid diejenigen, die den Moment glücklich machen. It's not the moment that make you happy. Es ist nicht der Moment, der euch glücklich macht. If you are inhabited by the energy of mindfulness, concentration and insight, and every moment can be a happy moment. Und wenn euch die Energien der Achtsamkeit, der Konzentration und der Einsicht innewohnen, dann kann jeder Moment ein glücklicher Moment sein. And on the other hand, there is an art. We can call it the art of suffering. Wiederum gibt es eine andere Kunst, die wir die Kunst des Leidens nennen könnten. Because the same kind of energies, mindfulness, concentration and insight can help us take care of the painful feeling of the painful emotions in us. Denn die gleichen drei Energien, Achtsamkeit, Konzentration, Einsicht, können uns dabei helfen, uns um die schmerzhaften Gefühle in uns zu kümmern. And we know how to recognize the pain, the sorrow, the fear, the despair in us and embrace them, and then we will suffer less. Und wenn wir wissen, wie wir den Schmerz, die Sorge, die Angst und so weiter in uns erkennen und sie umarmen können, dann werden wir sehr viel weniger leiden. That is a truly an art. Und das ist wirklich eine Kunst. You are not afraid of suffering. Wir haben keine Angst vor dem Leiden. Because you know how to handle, to take care of your suffering. Denn wir wissen, wie wir mit dem Leid umgehen können. And you know that if you have enough mindfulness, concentration and insight, you are capable of taking care of the suffering inside of you. Und wir wissen, dass wenn wir genug Achtsamkeit, Konzentration und Insight in uns haben, Einsicht in uns haben, dann wissen wir, wie wir mit dem Leid, mit dem Schmerz in uns umgehen können. And then you can go further. You can make good use of suffering in order to create more happiness. Und dann können wir einen Schritt weiter gehen. Wir können unser Leiden gut nutzen, um noch mehr Glück hervorzubringen. Because suffering is useful also. Denn das Leid hat auch seinen Nutzen. We can speak of the goodness of suffering. Wir könnten über das Gute im Leiden sprechen. Because if we know how to listen to suffering, understanding and compassion will arise. Denn wenn wir es wissen, wie wir dem Leid richtig zuhören, dann werden Verständnis und Mitgefühl aufkommen. And understanding and compassion are like beautiful lotus flowers that have grown from the mud of suffering. Und Verständnis und Mitgefühl sind wie wundervolle Lotusblumen, die auf dem Schlamm des Leides gewachsen sind. So my definition of the kingdom of God is not a place where there is no suffering. Das heißt, meine Definition des Reich Gottes ist nicht die eines Platzes, in dem es kein Leid gibt. My definition of the kingdom is a place where people know how to make good use of suffering in order to create happiness. Meine Definition ist, das Reich Gottes ist ein Platz, in dem die Leute wissen, wie man gut das Leid nutzt, um daraus Glück hervorzubringen. It's like if you know how to make good use of the mud, you can grow beautiful lotus flowers. So wie wenn ihr wisst, wie ihr den Schlamm richtig nutzt, werdet ihr in der Lage sein, wunderbare Lotusblüten zu produzieren. So to me it is very clear that suffering is a wonder also. It belongs to the kingdom of God. Das heißt, für mich ist die Sache ganz klar, das Leid ist auch ein Wunder und es gehört auch in das Reich Gottes. And exactly because of the suffering, thanks to the suffering,
that you are capable of generating the energy of understanding and compassion that can make us suffer less and make us happy. Und es ist eben genau aufgrund des Leidens, dass wir in der Lage sind, die Energien des Verständnisses und des Mitgefühls hervorzubringen, die uns dabei helfen, weniger zu leiden. I think the idea that the kingdom of God is a place where there is only happiness, there is no suffering, is quite a naive idea. Und ich glaube, die Idee, die Vorstellung, dass das Reich Gottes ein Platz wäre, in dem es nur Glück gäbe und kein Leid, ist eine ziemlich naive Vorstellung. Because the fact is that if suffering is not there, happiness is not there either. Denn es ist doch so, wenn es kein Leid gibt, dann gibt es auch kein Glück. If the mud is not there, don't hope that you have a lotus flower. Wenn es keinen Schlamm gibt, dann hofft nicht, dass es eine Lotusblüte geben wird. Like this mug, it has the left and the right. Wie dieser Filzstift hier, er hat eine linke und eine rechte Seite. If the left is there, the right must be there also. Wenn die linke da ist, dann muss auch die rechte da sein. You cannot keep the left by eliminating the right. Wir können nicht, indem wir die rechte eliminieren, die linke behalten. If politically you are on the left, don't try to make the right disappear. Und solltet ihr politisch gesehen auf der linken Seite stehen, dann versucht nicht, die rechte verschwinden zu lassen. Because you know that if the right disappears, you disappear at the same time. Denn ihr wisst ja, dass wenn die rechte verschwindet, verschwindet ihr zur gleichen Zeit. And that is the teaching of the Buddha into being. Und dies ist die Lehre des Buddha über das Intersein. This sheet of paper has the left side and the right side. Dieses Blatt Papier hat eine linke und eine rechte Seite. The left has to lean on right in order to be. Und die linke muss sich an die rechte lehnen, um zu sein. The right has to lean on left in order to be. Und die rechte braucht genauso die linke, um zu sein. Nothing can be by itself alone. Nichts kann bei sich selbst für sich selbst allein sein. Everything has to interbe with the other side. Alles muss mit der anderen Seite inter sein. So it's clear that this is true also with happiness and suffering. Und demnach ist es ganz klar, dass das auch der Fall sein muss mit Glück und mit Leid. So to try to run away from suffering in order to look for happiness is something quite childish, quite naive. Das heißt, vor dem Leid davon zu rennen, um zum Glück zu gelangen, ist etwas recht Naives. It is by knowing how to handle suffering that you can fabricate happiness. Es geht durch die darum, wie wir wissen, wie wir mit dem Leid umgehen, dass wir Glück hervorbringen können. And that is something we can train ourselves to do. Und dies ist etwas, worin wir uns üben können. This morning we practice breathing in, I enjoy my in-breath. Breathing out, I enjoy my out-breath. Heute Morgen werden wir so praktizieren, ich atme ein, ich genieße mein Einatmen, ich atme aus, ich genieße das Ausatmen. That does not mean that we practice something like auto-suggestion. Das bedeutet nicht, dass wir eine Art von Selbstsuggestion praktizieren. The problem is that whether you enjoy your in-breath. Die Frage ist, ob ihr euer Einatmen wirklich genießt. It's not because you want to enjoy your in-breath that you can enjoy your in-breath. Und es ist nicht so, dass bloß weil ihr euer Einatmen genießen wollt, dass ihr euer Einatmen genießen könnt. Do you have to force yourself to enjoy your in-breath? Müsst ihr euch zwingen, euer Einatmen zu genießen? If you enjoy your in-breath because you have enough mindfulness and insight. Wenn ihr euer Einatmen genießt, dann liegt es daran, dass ihr genug Achtsamkeit, genug Einsicht habt. If every step you make help you to enjoy
is because while making a step, you have mindfulness and insight. Wenn jeder Schritt, den ihr macht, euch dabei hilft zu genießen, dann liegt es daran, dass ihr genug Achtsamkeit, genug Einsicht in euch habt. Without that insight, it's impossible for you to enjoy your in-breath. Ohne diese Einsicht ist es unmöglich für euch, eure Einatmen oder euren Schritt zu genießen. You cannot force yourself to enjoy your in-breath or your step. Ihr könnt euch nicht zwingen, euer Einatmen oder euren Schritt zu genießen. When you have insight, suddenly the in-breath becomes very pleasant. Wenn ihr Einsicht habt, wird das Einatmen plötzlich unglaublich angenehm. And the step becomes very pleasant. Und das Gehen wird unglaublich angenehm. There is a tendency, a habit to run in every one of us. Wir haben eine Gewohnheit, eine Tendenz zu rennen in jedem, in jeder von uns. There is a belief that happiness is not possible here and now. Es gibt diesen Glauben, dass Glück im Hier und Jetzt nicht möglich sei. And we have the tendency to run into the future in order to look for happiness. Und wir haben die Tendenz, in die Zukunft zu rennen, um dort nach Glück zu suchen. And that energy, habit energy, may have been transmitted to us by our father, our mother, our ancestors. Und es kann sein, dass diese Gewohnheit, diese Gewohnheitsenergie uns von unseren Vätern, von unseren Vorfahren, unseren Müttern übertragen wurde. And running has become a habit. Und dieses Rennen ist zu einer Gewohnheit geworden. And even in our dream we continue to run and look for something. Selbst in unseren Träumen rennen wir immer noch und suchen nach etwas. And the practice of mindfulness helps us to stop the running and to see that everything you have been looking for is there already available. Und die Praxis der Achtsamkeit hilft uns dabei, das Rennen zu stoppen und zu sehen, dass alles, wonach wir gesucht haben, bereits hier ist, im Hier und Jetzt. So the first element of Buddhist meditation is to stop. Stop the running. Das heißt, das erste Element der buddhistischen Meditation besteht darin, zu stoppen, das Rennen zu stoppen. And if you have the insight, and then you can stop easily. Und wenn wir die Einsicht haben, dann fällt es uns leicht zu stoppen. If you have the insight that the kingdom of God is there, all the wonders of life is there, you don't have to run anymore, you can enjoy it in the here and the now. Only that insight can help you to enjoy your in-breath or your steps. Und wenn ihr die Einsicht habt, wenn ihr die Einsicht habt, dass das Reich Gottes hier ist, dass alle Wunder des Lebens bereits hier sind, nur diese Einsicht kann euch dazu verhelfen, wirklich zu stoppen. That insight help you to stop the running and bring peace into your body and mind. Diese Einsicht hilft euch, das Rennen zu stoppen und Frieden in euren Körper, in euren Geist zu bringen. As far as you continue to run, to search for something, to long for something, you don't have peace. Und wenn ihr damit fortfahrt zu rennen, wenn ihr euch nach etwas sehnt, nach etwas sucht, solange wie ihr das tut, werdet ihr keinen Frieden finden. Sometimes we feel that there is a lot of tension in our body. And we want to release the tension in our body, but we cannot. Manchmal fühlen wir, dass viele Spannungen in unserem Körper sind und wir möchten diese Spannungen gerne lösen, aber wir können es nicht. So the intention to release the tension is not enough. Das heißt, die Absicht, die Spannungen lösen zu wollen, reicht nicht aus. You need to have the insight. Ihr braucht die Einsicht. You have to see that it's silly to run. Ihr müsst erkennen, dass es blödsinnig ist, weiter zu rennen. And if you don't have that insight, you cannot truly stop and release. Und wenn ihr diese Einsicht nicht habt, dann könnt ihr nicht wirklich stoppen und die Spannungen lösen. So those of us who practice walking, breathing, we need that insight in order to be really established in the here and the now and enjoy our in-breath.
enjoy the step we make. Und diejenigen unter uns, die wir gehen, die wir atmen, praktizieren, wir brauchen diese Einsicht, um unsere Schritte, um unser Atmen wirklich genießen zu können. So in walking meditation, every step helps us to stop the running. Und das heißt, in der Gehmeditation hilft uns jeder Schritt dabei, das Rennen zu stoppen. Every step helps us to go home to the here and the now. Jeder Schritt hilft uns, in das Hier und Jetzt heimzukehren. Every step helps us to get in touch with our body, which is a wonder. Jeder Schritt hilft uns, mit unserem Körper in Berührung zu kommen, der ein Wunder ist. Every step helps us to get in touch with the cosmos as a wonder. Jeder Schritt hilft uns dabei, mit dem Kosmos als ein Wunder in Berührung zu treten. And if we walk like that, we are really enjoying walking in the kingdom of God. Und wenn wir so gehen, dann genießen wir wirklich das Gehen im Reich Gottes. So walking meditation to me is to enjoy walking in the kingdom of God. Das heißt, Gehmeditation für mich ist wirklich eine Form des Genießens, des Gehens im Reich Gottes. And you can stop completely the running, and every step, every breath can help you to enjoy the wonders of life in the here and the now. Und ihr könnt das Rennen vollständig stoppen und jeder Schritt hilft euch dabei, das Reich Gottes im Hier und Jetzt zu genießen. You walk like a free person. Ihr geht wie ein freier Mensch. You walk like a Buddha. Ihr geht wie ein Buddha. You are not bound to the past, to the future. Ihr seid nicht an die Vergangenheit, an die Zukunft gefesselt. And without that freedom, you cannot truly enjoy your body and the body of the cosmos. Und ohne diese Freiheit könnt ihr euren eigenen Körper und auch den Körper des Kosmos nicht wirklich genießen. And every step like that can help heal you and help nourish you. Und jeder Schritt in dieser Form kann euch dabei helfen zu heilen und euch zu nähren. Our society is organized in such a way that we all of us get sick. Unsere Gesellschaft ist so eingerichtet, dass wir alle krank werden. And we have to learn the art of healing ourselves. Und wir sollten die Kunst, uns selbst zu heilen, lernen. So breathing, sitting, walking are ways to heal ourselves and to nourish ourselves. Atmen, gehen und sind Arten, die uns dabei helfen können, uns zu heilen, uns zu nähren. So while breathing in, I might like to make two or three steps and I say, I have arrived, I have arrived, I have arrived. Während ich einatme, mache ich vielleicht zwei oder drei Schritte und ich kann zu mir selbst sagen, ich bin angekommen, ich bin angekommen. I have arrived is not thinking. That is only to remind you that you don't need to run anymore. Und zu sagen, ich bin angekommen, ist nicht zu denken, sondern es ist lediglich eine Erinnerung daran, dass wir nicht mehr rennen müssen. I have arrived means I have arrived in the kingdom of God. Ich bin angekommen bedeutet, ich bin im Reich Gottes angekommen. Which is my true home. In meinem wahren Zuhause. It means also that I don't have to run anymore. Und es heißt auch, dass ich nicht mehr weiter rennen muss. So, with every step, you arrive fully in the kingdom of God. And you touch the kingdom of God with your feet, your mind, your body. Das heißt, ihr erreicht das Reich Gottes mit jedem Schritt und mit jedem Schritt berührt ihr das Reich Gottes und euren Körper. There is no more thinking. Es gibt kein Denken mehr. Because the thinking might remove us from the present moment. Denn das Denken bringt uns aus dem gegenwärtigen Moment heraus. You might like to focus your attention on the sole of your foot. Ihr könnt eure Aufmerksamkeit auf die Sohlen eurer Füße lenken. You feel the contact between your foot and the ground. Ihr könnt den Kontakt zwischen dem Grund, dem Boden und euren Füßen fühlen. You are down there, not here. Und dann seid ihr dort unten und nicht hier oben.
There is a feeling that you are touching the beautiful Mother Earth. Es ist ein Gefühl, dass ihr die wunderbare Mutter Erde berührt. And you can enjoy Mother Earth with every step. Und ihr könnt Mutter Erde mit jedem Schritt genießen. The kingdom of God is available on earth. Das Reich Gottes ist auf der Erde verfügbar. And you are fully in touch with the kingdom with every step. Und ihr seid mit jedem Schritt voll und ganz in Berührung mit dem Reich. So I have arrived is not a statement that you make. That is a realization. Und wenn ihr sagt, ich bin angekommen, dann ist das keine Aussage, sondern es ist eine Wirklichkeit. And if you have enough concentration, mindfulness and insight, you can arrive 100% in the kingdom of God, not 20%. Und wenn ihr genug Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht habt, dann könnt ihr zu 100% im Reich Gottes ankommen, nicht nur zu 20%. And while breathing in, breathing out, you might like to make 5 steps or 3 steps. Und während ihr ausatmet, macht ihr vielleicht 3 Schritte oder 5 Schritte. Our breath is usually longer than our in-breath. Denn das Ausatmen dauert in der Regel etwas länger als das Einatmen. So if you make 2 steps while breathing in, you might like to make 3 steps while breathing out. Und wenn ihr vielleicht 2 Schritte beim Einatmen macht, dann macht ihr vielleicht 3 beim Ausatmen. And if you make 3 steps while breathing in, you might like to make 5 steps while breathing out. Und wenn ihr 3 Schritte beim Einatmen macht, dann kann es sein, dass ihr 5 Schritte beim Ausatmen macht. And breathing out, I say, I'm home. Und ich atme aus. Home. Ich sage, ich bin zu Hause. Home. Zu Hause. My home is in the here and the now. My home is the kingdom of God. Mein Zuhause ist im Hier und Jetzt. Mein Zuhause ist im Reich Gottes. So every step is enjoyable. Every step is nourishing and healing. Jeder Schritt ist ein Genuss. Jeder Schritt ist heilen und nähren. It is because there is mindfulness and insight in us. Und das ist so, weil Achtsamkeit und Einsicht in uns sind. And we nourish that mindfulness and insight with concentration. Und wir nähren diese Achtsamkeit und diese Einsicht mit Hilfe der Konzentration. I remember one time a journalist from Paris, Le Monde, he came to Plumvillers and write an article on the practice of mindfulness. Ich erinnere mich daran, es kam einmal ein Journalist aus Paris von der Zeitung Le Monde nach Plum Village. Er wollte einen Artikel schreiben über Achtsamkeit. He was invited to join us in the walking meditation. Wir haben ihn eingeladen, mit uns zu gehen. And he was forced to go very slowly. Und er musste ganz, ganz langsam gehen. And he suffered very deeply. Und er hat sehr darunter gelitten. Why many of us enjoy every step, and he suffered deeply, and he reported later that it's very exhausting. Während viele von uns es sehr genossen haben, war es für ihn ein furchtbares Leid, und späterhin hat er gesagt, dass es unglaublich ermüdend für ihn war. So if we train ourselves well enough, and then every breath can bring us peace, and joy and happiness. Und wenn wir uns gut darin üben, kann uns jeder Schritt Frieden, Freude und Glück bringen. Because every step can help release the tension. Denn jeder Schritt kann uns dabei helfen, unsere Spannungen zu lösen. The tension in our body, the tension in our feeling. Die Spannungen in unserem Körper, die Spannungen in unseren Gefühlen. And peace is possible with the release of the tension. Und Frieden ist mit dem Lösen der Spannungen möglich. And on the foundation of peace, a feeling of joy and happiness can be born easily. Und auf der Grundlage dieses Gefühls des Friedens kann ein Gefühl der Freude und des Glücks leicht geboren werden. So we should learn how to sit in peace. Wir sollten breathe in peace and walk in peace. So wir sollten lernen, in Frieden zu sitzen, in Frieden zu atmen, in Frieden zu gehen. And peace is a kind of energy that can be cultivated in our daily practice.
Frieden ist eine Art der Energie, die in unserem täglichen Leben, in unserer täglichen Praxis kultiviert werden kann. So I have arrived, I am home is the first line of the verse that we use while we practice walking or breathing. Das heißt, ich bin angekommen, ich bin zu Hause, ist die erste Zeile dieses Verses, das wir verwenden bei der Gehmeditation. And after a few minutes, you can change into in the here, in the now. Und nach ein paar Minuten können wir wechseln zu im Hier, im Jetzt. Although the words are different, but the meaning is the same. Und wenn die Worte auch verschieden sind, so ist doch der Sinn der gleiche. The here and the now is the address of das life. Das Hier und das Jetzt sind die Adresse des Lebens. The correct address of the kingdom of God. Die richtige Adresse des Reiches Gottes. And then you may enjoy. I am solid. I am free. Und dann nach einer Weile können wir fortfahren. Ich bin solide, ich bin frei. Again, this is not auto-suggestion. Und ich möchte noch einmal sagen, es handelt sich nicht um eine Autosuggestion. If you are truly established in the here and the now and enjoy every step, and then the past can no longer pull you away, the future can no longer pull you away. Wenn ihr wirklich ganz und gar im Hier und Jetzt verankert seid, dann hat die Vergangenheit keine Macht mehr, euch dort herauszuziehen. Dann hat die Zukunft keine Macht mehr, euch dort herauszuziehen. And every step help you to cultivate more solidity. Und jeder Schritt hilft euch dabei, mehr Solidität, mehr Festigkeit zu kultivieren. We know that without solidity, without stability, a person cannot be truly happy. Und wir wissen, dass ohne Solidität, ohne Festigkeit jemand nicht wirklich glücklich sein kann. So every step helps us cultivate more solidity. Jeder Schritt hilft uns dabei, mehr Solidität zu kultivieren. And freedom here is also a reality, because you are well established in the here and the now. You are not being pulled away by your projects, by the running, by the past, by the future. You are a free person. Und Freiheit in diesem Zusammenhang bedeutet auch, dass wenn ihr wirklich ganz klar verankert seid im gegenwärtigen Moment, dann seid ihr nicht mehr gezogen von der Vergangenheit, gezogen von euren Projekten, von der Zukunft, ihr seid wirklich frei. If you are overloaded with anger, with joy, with anxiety, with sorrow, it's impossible for you to be happy. Wenn ihr überfüllt seid mit Wut und mit Angst, dann ist es unmöglich für euch, glücklich zu sein. So freedom is the very foundation of happiness. Das heißt, Freiheit ist die wirkliche Basis für das Glück. And freedom is obtained when you are able to let go, to release. Und Freiheit entsteht, wenn ihr in der Lage seid, loszulassen. You let go of the past, you let go of the future, and you are free in order to enjoy your life in the present moment. Ihr lasst die Vergangenheit los, ihr lasst die Zukunft los und ihr seid frei, um den gegenwärtigen Moment, das Leben im gegenwärtigen Moment zu genießen. In the Buddhist scriptures, Nirvana is defined as solidity and freedom. In den buddhistischen Schriften wird das Nirvana definiert als Freiheit und Solidität. And then the fourth line of the verse is in the ultimate ideal. Und die vierte Zeile dieses Verses lautet: Ich befinde mich im Endgültigen. Ich weile im Endgültigen. The ultimate here
means our true nature of no birth and no death. Und das Endgültige hier bedeutet unsere wahre Natur von Nichtgeburt und Nichttod. If we practice well, we can get in touch with our true nature, which is the nature of no coming, no going, no birth and no death. Und wenn wir richtig praktizieren, dann können wir mit unserer wahren Natur in Berührung treten, welches die Natur des Nichtkommens, des Nichtgehens, der Nichtgeburt, des Nichttodes ist. And that is Nirvana. Nirvana means our true nature, the nature of no birth and no death. Und dies ist Nirvana. Nirvana bedeutet unsere wahre Natur, die Natur der Nichtgeburt, des Nichttodes. And the ultimate here is God. Das Endgültige hier bedeutet auch Gott. Because God is our ultimate dimension. Denn Gott ist unsere endgültige, unsere ultimative Dimension. Imagine a wave manifests on the surface of the ocean. Stellt euch vor, es gibt eine Welle auf der Oberfläche des Ozeans. And when we contemplate the wave, we see that the wave has her body, her wave body. Und wenn wir die Welle betrachten, dann erkennen wir, dass die Welle ihren Wellenkörper hat. That has a beginning and an end. Und dieser Körper hat einen Anfang und ein Ende. That is the going up and the going down. Das nach oben gehen und das nach unten gehen. But the wave body is not only the body that the wave has. Aber der Wellenkörper ist nicht der einzige Körper, den die Welle hat. If the wave has the time to practice mindfulness, and then she will recognize that she has another body, which is the ocean body. Wenn die Welle genug Zeit hat zu praktizieren, Achtsamkeit zu praktizieren, dann kann sie erkennen, dass sie noch einen weiteren Körper hat, nämlich den Ozeankörper. She has come from the ocean and she will go back to the ocean. Sie ist aus dem Ozean gekommen und sie wird in den Ozean zurückgehen. And if the wave get in touch with her ocean body, she is no longer afraid of being and non-being, birth and death. Und wenn die Welle sich mit ihrem Ozeankörper in Berührung bringt, dann hat sie keine Angst mehr vor Sein oder Nichtsein, vor Geburt oder vor Tod. So it's very important that the wave got in touch with her ocean body. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Welle mit ihrem Ozeankörper in Berührung kommt. The cloud that float on the sky, she has also her ocean body. Und die Wolke am Himmel hat auch ihren Ozeankörper. And if the cloud get in touch with her ocean body, she will enjoy more. She is not afraid of dying. Und wenn die Wolke mit ihrem Ozeankörper in Berührung tritt, dann wird sie mehr genießen können und keine Angst davor haben zu sterben. So, the ultimate is another body of us. We have an ultimate body. Das heißt, das Endgültige ist ein anderer Körper, den wir haben. Wir haben einen endgültigen Körper. Our nature of no birth and no death. Unsere Natur der Nichtgeburt und des Nichttodes. And in the Christian tradition, there is expression of resting in God. In der christlichen Tradition sprechen wir vom Verweilen in Gott. Resting in God is you take refuge in the ultimate dimension, your ultimate dimension. In Gott zu verweilen bedeutet, in der ultimativen Dimension Zuflucht zu nehmen. And if the wave does not have to go and search for the ocean, you don't have to go and search for God, for the ultimate. Und wenn die Welle nicht nach dem Ozean suchen muss, dann braucht auch ihr nicht nach Gott, nach dem Ultimativen zu suchen. Because God is your true nature, your ultimate body. Denn Gott ist bereits eure wahre Natur, euer endgültiger Körper. So if we practice deeply the practice of mindful walking, and then every step can help us touch the ultimate, touch God, touch our nature,
of no birth and no death. Das heißt, wenn wir wirklich tief gehen Meditation praktizieren, dann kann jeder Schritt uns dabei helfen, diese ultimative Dimension, diese ultimative Natur in uns mit jedem Schritt zu berühren. Dear friends, I suggest that when you go home to your city, you might like to try walking meditation from the place you park your car and the place where you work. Liebe Freunde, ich möchte euch vorschlagen, dass wenn ihr zu Hause nach Hause fahrt in eure eigene Stadt, dass ihr versucht, Gehmeditation zu praktizieren von dem Parkplatz zu eurem Arbeitsplatz. From the parking lot walking to your office, you might like to walk in such a way that you can get the kingdom of God in every step. Und wenn ihr so von eurem Parkplatz in euer Büro geht, dann könnt ihr so gehen, dass ihr das Reich Gottes mit jedem Schritt berührt. It's not difficult to arrange so that you have plenty of time to enjoy walking from your parking lot to your office. Und es ist nicht so schwierig, das so einzurichten, dass ihr reichlich Zeit habt, um im Reich Gottes vom Parkplatz ins Büro zu laufen. So if you succeed in enjoying every step from the parking lot to your office, then you'll be able to enjoy everywhere you go. Und wenn es euch gelingt, jeden Schritt auf dem Weg vom Parkplatz ins Büro zu genießen, dann werdet ihr in der Lage sein, das überall zu tun. You don't need to go to a practice center in order to practice, to enjoy walking in the kingdom of God. Ihr braucht nicht zu einem Praxiscenter zu gehen, um im Reich Gottes zu gehen.